Wie soll ich anfangen? Ganz einfach, ich liebe Schnitzel, ihr liebt bestimmt auch Schnitzel. Und deswegen hat mich heute der Haubenkoch Jürgen Gschwendtner ins Meißel und Schaden eingeladen, um mir zu zeigen. So, was hast du da gemacht? Und euch zu zeigen, wie man richtiges, originales Wiener Schnitzel macht. Ohne Pommes, ohne Soße, über ein Schnitzel geht ja gar nicht. Sondern in seiner pursten und besten Form. Und wie man das macht, das schauen wir uns jetzt im Meißel und Schaden an. Servus Luki. Servus Jürgen, einen wunderschönen guten Morgen. So, heute machen wir ein Schnitzel, gell? Ja. Ein Original Wiener Schnitzel. Von was macht man Wiener Schnitzel, weißt du das? Ich bin ein bisschen auf der Straße gestern herumgelaufen und habe ein paar Leute gefragt und das schauen wir uns jetzt am besten gemeinsam an. Also wenn Wiener Schnitzel steht, muss es ein Kalbfleisch sein. Ja, vom Schwein oder vom Kalb? Das Wiener Schnitzel kommt vom Kalb. Das originale Wiener Schnitzel ist Kalbfleisch. Ist Kalb, sehr sicher. Das Original? Ja, ist Kalbfleisch. Rindschnitzel. Gut, ich löse auf. Ein original Wiener Schnitzel ist nicht vom Schwein. Ich weiß, manche verkaufen das. Schweineschnitzel als Wiener Schnitzel ist immer Wiener Art. Nicht von der Butte, nicht vom Händel, es ist immer vom Kalbsfleisch, immer von Kölbe. Bei uns gibt es nur Kalbsschnitzel und ich habe mir da jetzt das Schalen hergerichtet, damit ihr auch seht, wenn man das zuputzt. Denn mir ist wichtig, man muss wissen, das was Messer man da kriegt. Gefährlich, was? Ja, ein scharfes Messer ist das Wichtigste. Sagen wir da mal an, zum Zuputzen. Wir verwenden alles. Das ist der Kalbschalendeckel. Den kann man dann gern verschieren zu Kalbsbutterschnitzel, das ist ja auch österreichische Spezialität. Oder wir machen ein bisschen Gulasch draus oder Ragout. Was passiert, wenn wir den einfach oben lassen? Dann wird es zart, weil da ist das ganze Fett noch drinnen. Mhm. Und beim Braten wird sich das zusammenziehen. Und ich sage so, ein Kalbschnitzel, das gehört schon mit viel Liebe gemacht. Du siehst schon da, es kommt schon. Also wenn es zart ist, weiß ich, da war ja keine Liebe dabei. Nein, das ist ganz wichtig. Und ich würde euch schon empfehlen, wenn ihr Schnitzel selber macht, kauft euch so ein Kalbschalen. Weil er macht es eh nicht nur für eine Person Schnitzel. Weil ich sage immer, wenn man Schnitzel macht, kommt die Mama, Papa, Oma, Onkel, alle vorbei. Weil Schnitzel geht immer. Da ist jetzt der Deckel, den habe ich schon runtergelöst. Und den haben wir auf Zeiten. Ein älterer Herr hat gemeint, das kann ja auch vom Schwein sein. Und da gibt es ja ein bisschen eine Geschichte, habe ich gehört, warum man früher Schwein genommen hat und wieso sich das ein bisschen bis in die heutige Zeit durchgezogen hat. Weißt du da vielleicht? Das ist ganz einfach. Also, das Schweinschnitzel ist eigentlich nach dem Zweiten Weltkrieg modern geworden. Mhm. Warum? Die Zeiten waren schlecht. Ne? Und weil einfach nichts anderes da war und Kalbsfleisch schon immer was Besonderes war, ein teures Fleisch, gell? Hat sich einfach das Schweineschnitzel nach dem Zweiten Weltkrieg etabliert. Es war billiger und so hat sich das einfach ein bisschen in unsere Köpfe festgelegt. Das ist natürlich eine ordentliche Portion jetzt. Wie viele Schnitzel gehen da außer so ein Stück? Naja, eins hat ungefähr zwischen 180 bis 200 Gramm, soll der Schnitzel schon schwarz sein. Schon ordentlich. Na, ich glaube, dass ich da jetzt, da will ich schon rausbringen, 5-6 schöne Schnitzel. Ne? Mhm. Na ja, sagen wir 7. Das ist schon gescheite Schalen. Aber du siehst, ich habe es jetzt da umgedreht und da fängt es an. Mhm. Das gehört alles weg. Also wenn ich ein Schnitzel kriege, das was das drin hat, ne? das geht überhaupt nicht. Ne? Das ist ein bisschen sehniger. Ja, das ist alles zart und das brät sich auch nicht weg. Also Fazit, Wiener Schnitzel nur vom Kalbfleisch. Jawohl. Warum? Ja. Es ist ganz wichtig, dass auch jeder weiß, ne, von wo eigentlich unser Kulturgut herkommt. Ich sage es dazu. Jeder kennt ein Wiener Schnitzel auf der Welt und es ist vom Kalb und nicht vom Schwein. Ich wüsste, ein Schweinschnitzel ist super, kein Thema nicht. Aber wenn ich jetzt auf einem Wiener Schnitzel rede in der ganzen Welt und ich war in der ganzen Welt unterwegs, es ist immer vom Kalb, da fährt der Zug drüber. Ja. Und das ist mir ganz wichtig, dass wir das auch erklären. Und wie man es auch schneidet, das sind immer die Fasern, du siehst es da, gell? Man schneidet es immer gegen die Faser. Okay. Egal welches Fleisch, egal von wo es herkommt, ob es ein Wagyu-Fleisch ist oder unser österreichisches Fleckvieh. Das ist voll wichtig. Man sieht das da, die Fasern, gell? Und ich weiß, manche probieren das wirklich. Es wird zart. Okay. Das beste Fleisch wird zart. So, jetzt sind wir da Ding. Ein scharfes Messer ist immer das A und O, gell? Und jetzt zeige ich dir, wie man ein gescheites Schnitzel schneidet. Ne? Der wichtigste Moment. Ganz wichtig. So, das ist jetzt einmal unser Kinderschnitzel, gell? Das ist auch seht. Das kriegt dann unser Kameramann. Das kriegt der Kameramann. Das war jetzt der Kinderschnitzel, ein kleines, gell? Und jetzt fängt es an, ein Kalbschnitzel, ne?
Wie dick muss das Stück Kalbfleisch jetzt eigentlich sein nach dem Schmetterlingsschnitt? Wir schneiden es jetzt einmal ungefähr 5 mm dick, mhm, und dann es aber dann klopfen. Ja. Wir dann es auf gute 3 mm klopfen. Mhm. Warum? Dann wird es viel knuspriger. Wir wollen es nicht mehr so dick. Ich erkläre dann gleich, warum das so ist. Ja. Ne? Weil wir früher einfach, weil die schneiden wir da noch eins runter. Ne? Ich meine, man kann sich halt das Klopfen sparen, ist halt einfach eine Arbeit dann. Nein, sie dann schon klopfen, aber nur leicht plattieren. Okay, leicht plattieren. Und du hast jetzt sogar zwei verschiedene Messer verwendet zum Putzen und zum Schneiden. Na schau her, mit dem Großen kann ich schöne Schnitte machen und mit dem Kleinen, da kann ich immer das rausholen, wenn ich sowas will. Oder, ne? Siehst du ja, das da? Ne? Ja. Weil da bin ich immer ganz dagegen, ne? Die kehren weg. So, das sind jetzt der 200 Gramm Schnitzel. Schau, und jetzt gibt es noch ein Ding, was ich nicht mehr mache. Ne? Ja. Ich muss schnell pfuschen, oder, ne? Sonst sind wir die Schnitzel groß. So, das wären zum Beispiel die Kinderschnitzel. Ne? Das sind kleine Schnitzel. Ne? Wie viel von solchen Schnitzel klopfst du da heute eigentlich? Oder jeden Tag? Na ja, 200, 300. 200, das ist schon, das gehört dazu. Das geht auch auf die Muckis dann. Ja, ich muss sagen, das ist schon der zweite Hackstock. Ne? Der erste ist durchbrochen komplett. Also da. Ah, so einer, oder? Ja, ja, das war genau der gleiche. Der ist aber schon ganz massiv. Nein, der erste, der war noch einen Monat, noch 3 Monate, ne? Ist er durchgebrochen. Weil wir haben da schon ein paar Schnitzerle, ne? Die tun wir schon raus. So waren die Schnitzerle jetzt da gescheit geschnitten. Wichtig ist, ich habe es jetzt in einem Butterfleischschnitt geschnitten. Mhm. Ne? Du hast das ja gesehen. Mhm. Das heißt, ich habe es runtergeschnitten, habe dann da gestoppt, gell? Mhm. Und jetzt habe ich einen Schmetterlingsschnitt. Und so kann ich schön klopfen. Wenn ich das nicht gemacht hätte, gell? Oder nur eine Scheibe, ne? Habe ich 2 Schnitzel. Das will ich ja, nicht. Ja. Ein Wiener Schnitzel ist immer im Ganzen. Das ist ganz wichtig. Nicht 2 Stickerl, nicht 3 Stickerl. Ich weiß, manche machen so. ist nicht okay. Ne? Es sollte wirklich tellergroß sein. Mhm. Ne? Und das ist genau, was wir jetzt da machen. Gut, jetzt geht es weiter. Wir haben unsere Kalbschnitzel geschnitten. Und dann kennt ihr das Problem daheim. Gell? Du hast meistens so ein Plastikbrett, so ein dünnes. Gell? Und das, wenn du klopfst, ne? Geht das immer zurück. Also am besten ist, wenn man ein Holzschneidbrettel hat, ein gescheites, gell? Ja, verstehe. Da drauf klopfen, dann einen gescheiten Klopfer. Ich nehme auch meine Plastiksackerl. Mhm. Warum? Wenn ich jetzt das Fleisch da herlege und da zum Klopfen anfangen würde, gell? Dann bleibt das öfters halt gerne mal picken. Lecker, ja. Und dann weiß ich genau, wann das passiert ist, gell? Fangen sie Schnitzel an. Und so, wenn du das mit Plastiksackerl machst, gell? Erspart man sich das. Genau. Eins unten, eins oben, ist mobil, voll geil. Wenn du das machst, da kannst du 10, 20 Minuten. Alles sauber, perfekt. Alles sauber. Ja. Deswegen fangen wir es da. Fleischklopfer, schwer, massiv, hinten halten. Und dann geht es echt um alles, wenn man gescheit klopft. Mit hinten da, durch 4 ziehen, gell? Mit vorne, retour ziehen, gell? Und das mache ich in einer kreisförmigen Bewegung, dass sich das schön glättet, gell? Und da geht es jetzt da wieder um den Begriff dick oder dünn. Manche dann das nur leicht anplattieren, gell? Okay. Und dann da rausbacken. Wir nicht. Wir dann das schön dünn klopfen. Wir wollen ein gescheites, dünnes, knuspriges Schnitzel, sage ich mal. Sehr gut. Ich mag es einmal langsam, weil nachher musst du auch klopfen, gell? Ich bin bereit. So, jeder macht sein Schnitzel. Ja, ich bin bereit. Geht's los? Jawohl. Schau her. Und du nimmst da die spitze Seiten oder die Ja, immer die. Weil da Seiten. Kannst du schön ziehen. Man sieht, das ist da vielleicht eher ein bisschen schlecht, aber ich tue da rausziehen, weißt du? Wir tun da ein bisschen pfuschen jetzt da. Ich drehe das jetzt da um, gell? Schau her. Das konnte ich jetzt da nicht, wenn ich keine Sackerle hätte, gell? Umdrehen, gell? Praktisch. Siehst du, wie schnell das geht? Und jetzt habe ich das Teller groß. Das ist ein durchschnittliches Teller, gell? Schöner Teller, ja. Und jetzt da noch ganz wichtig, da muss ich kurz streicheln, sag ich mal. Ne? Mit der Hand drüber fahren. Ich habe extra Föhler eingebaut. Liebe. Fahr mal drüber. Ich möchte wissen, ob es da auffällt, was das Problem ist. Da ist ein bisschen dicker als da. Also das ist schon, genau. Das ist schon schlechte Arbeit. Das ist schlecht. Ja. Deswegen sage ich immer, drüber fahren mit der Hand. Ja. Gell? Das musst dann du auch machen. Mhm. Denn warum? Jetzt habe ich es da dünn geklopft, gell? Und da noch dick. Was dick ist, ist nicht gescheit durch. Und was dünn ist, ist dann komplett zart. Weil es schon überdurch ist. Ja. Und was der oft schenkt man da keine Bemerkung. Nicht, ne? Du hast das gesehen. Genau da. Ne? Mhm. Und da auch noch ein bisschen. Ne? Also man muss also wirklich die Zeit nehmen, Liebe ins Schnitzel investieren, ja. Fühlen. Es ist wirklich das. Da fahre ich dann drüber, ja. Denke mir, okay, zack, 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 zack. Und dann weiß ich, es ist perfekt geklopft. Weil dann geht es nämlich schon weiter. Gell?
dann tue ich da oben in die Panierstation. Aber du klopfst jetzt einmal der Schnitzel, gell? Ich klopf mal Schnitzel. Jawohl, ich gehe mal da oben da. So, the show must go on. Ich probier's zumindest. Du machst es super. Mit der zwei Sackerle. So, gescheit Schnitzel. Jetzt darf ich dein Killer-Werkzeug verwenden. Ja, sicher, aber. Thor's Hammer. Thor's Hammer ist super. Du musst dir die Zeit nehmen und die Liebe. Wiener Schnitzel gehört zu uns, ist ein Österreicher. Ja. So, Thor's Hammer. Vielen Dank. Geht. Und immer von innen nach außen. Ja, von innen nach außen und dann geht's schon los. Also, bist der Profi, hab ich schon gesehen. Es wird, du hast gesehen, wenn du zu aggressiv bist, ja, das ist auch nicht gut. Das ist mal so Medium. Ja. Bleib Medium aggressiv. Ja? Ich probiere es. Jetzt kannst du es einmal um an den Kollegen. Da ist es. Schere richten, jawohl. Ja. Das ist ja easy so. Schau, das ist geil, oder? Ja. Schau, du siehst am Rand, gell? Da vergiss nicht, gell? Das muss schon ja, gescheit klopft werden. Das ist gell? Wieder ein bisschen vernachlässigt von mir. Du siehst, es ist gar nicht so leicht, ein gescheites Wiener Schnitzel zu machen. Also, wenn ich das den ganzen Tag 200 Mal mache. Ah, da bist du flott, glaub mir's. Aber das ist schon eine schöne Größe, finde ich. Das. Nein, es gehört noch mehr. Nur mehr? Na ja. Ah ja, der Döller ist schon. Naja. Aber ich habe auch ein kleiner Stiegel gekriegt. Jetzt, oder? Nein, du hast ein großes Stiegel gekriegt. Das ist sicher 200 Gramm. Aber schau her, es wird schon gut. Aber, naja, aber ich klopfe dann noch mal zweimal drauf. Darf ich kurz? Ja, sicher, bitte. Schau, der Raum nehme ich da, ne? Ja, gut, da kann ich noch nicht mithalten. Das sind aber auch die Oberarme, die noch fehlen werden. Ja, die kommen schon. Aber schau, der zeigt Teller groß, gell? Ja, sogar ein bisschen über den Teller hinaus. Und da, so sollte es sein, wenn man sagt, ja. Hey, zacki, da haben wir schnell pfuschen. Perfekt. Weißt du? Da haben wir überall, da haben wir noch mal drauf. Ich bin immer ganz heikel mit den Schnitzeln. Das ist ja ein wichtiger Prozess jetzt, oder? Na klar. Also, pass auf, jetzt gehen wir da um. Ja. Thor's Hammer haben wir damals vernachlässigen, oder das war's ja, schon? Ja, das ist jetzt vorbei, aber ja. Ich mache jetzt nur schnell ein paar Schnitzel, gell? Nein, wir verscheißen sicher welche. Ne? Aber was ist jetzt der nächste Schritt? Also, so können wir sie noch nicht essen, so können wir sie nicht ins Fett hauen. Nein, jetzt geht's weiter, jetzt müssen wir weiter hakeln. Ja. Jetzt geht's um alles. Jetzt gehen wir mal um zu der Panierstation, ja. Dann, gell? Und jetzt zeige ich dir, was der nächste Schritt ist, was wichtig ist, dass der Wiener Schnitzel auch schön aufgeht, damit es gescheit schmeckt. Mhm. Also, hupfen wir jetzt da um, wird zwar hübsch. Bitte. Ist eh nicht so weit. Nein. Bevor wir da jetzt weitermachen, habe ich gestern wieder die paar Leute befragt, was sie so von der ganzen Panade, Panier halten und wie das funktioniert. Und ich zeige jetzt einfach wieder mal, wie das, was die Antworten dazu sind. Und du gibst uns dann einfach deine Expertise dazu, würde ich sagen. Oder? Ja, zuerst das Ei, dann das Bröseln, ne? Sömi-Bresel? Ei? Ei? Mö? Das ja. War's. Ja. Gibt's ja die Wein? Ei, Mehl und Semmelbrösel. Ei, nein, Mehl? Nein, Mö, Mö, Ei-Bresel. Ei? Ist, aber beim Originalen, ist es nicht Mehl und Mehl, Semmelknödel, Ei? Nicht Semmelknödel, Brösel. Die Brösel. Ja. Oder warte. Nein, ich glaube, dass die... das Original. Nein, es okay. Sind die drei Sachen. Log mal ein. Die Panier, also zuerst tunkt man es in Mehl, dann in ein zerschlagenes Ei und dann kommt es in Brösel. Das ist die Panier und da klopft nur ein bisschen drauf. Erstmal heißt es Panier. Zweitens, als Österreicher und Wahlwiener ist es jetzt nicht so schwer zu beantworten. Es ist Mehl, Ei und Semmelbrösel. Exakt, sogar in der richtigen Reihenfolge. Ja, sicher, ich bin kein Trottel. Ja, ich meine, die Oma hat recht gehabt einmal. Ja, ne? Ja. Wirklich wahr. Da kann sich so mancher Scherzl abschneiden. Wirklich wahr. Also, das. Also da weiß man, die Oma hat schon viel gekocht. Ne? Was stimmt? Mehl, Eier, Brösel. Ganz ja. Wichtig. Was noch ganz wichtig ist vorher, es gibt oft so Mythos, ne, dass das Eier da gesalzen wird oder so. Auch nicht. Ein Wiener Schnitzel wird nur gesalzen. Links und rechts gesalzen, dann ins Mehl rein. Wir nehmen ein glattes Mehl. Ganz wichtig ist frische Eier. Die jetzt noch nicht aufgeschlagen sind, ja. Die schlagst dann du auf, okay. Weil irgendwer muss was arbeiten. Ja, ein paar Eier schalen im Schnitzel schaden nicht. Ja, das ist der Crunch. Nein, das ist wirklich wichtig, frische Eier und kein Backel-Eier oder ja. Da gibt es im Tetra-Pack. So, ja, das ist ganz schlimm, ne? Weil das Problem ist, wir tun das dann versprudeln oder quirlen, sagen wir dazu. Und das wird nicht ganz versprudelt. Man sieht dann nur ein bisschen Eiweiß. Und durch das Ganze, was wir da machen, habe ich den Prozess an, dass es aufgeht. Und wir machen das klassisch, wie das schon die Oma, die Uroma, unsere Vorfahren gemacht haben. Mehl, Eier,
Brösel. Und bei den Brösel ist auch ganz wichtig, Brösel sind nicht immer Brösel. Mhm. Also wir haben unsere Brösel von der Kaisersemmel. Was heißt das? Die Kaisersemmel wird mit der Hand aufgeschlagen, im Gegensatz zur normalen Semmel, mhm, weil da ist eine Milch drin, weil wenn man oft so normale Brösel kauft, dann kann ja viel drin sein, ne? Weißes Gebäck, Toast, Baguette. Wir in unseren Schnitzel haben die besten Zutaten. Frische Eier, Mehl und die Brösel. Und die sind auch in einer gewissen Körnung runterlassen, sage ich mal dazu, oder geben, ne? Mhm. Weil wenn die Semmel schon zu dunkel war zum Beispiel, gell? Dann ist halt die Schnitzel viel schneller dunkel. Du wirst sehen zum Schluss, das wird ein geiles Schnitzel. Und jetzt darfst du mal hackeln. Weil du vorher nur Milch angesprochen hast, ja. Ich habe jetzt schon öfter gehört, dass man gern Milch ins Ei mit rein tut und dann verquirlt. Ja, es gibt total viele Sachen. Soda, Milch, ne? Soda, ja. Das gehört nicht rein. Ja. Es ist einfach so simpel wie möglich. Simpel. Dafür gute Zutaten. Wir machen unsere Wiener Küche, wir sind stolz drauf. Mhm. Das ist ein Kulturgut für uns. Und wir tun das jetzt verunschönen. Wir tun einfach Eier, kein Soda, kein Milch nicht. Braucht es nicht. Kein Schlagobers. Ja. Ich weiß, manche machen, ein gutes Fleisch, gescheites Mehl, frische Eier, Brösel. Und nebenbei, wenn wir das schon stehen, dann haben wir immer hinter mir, ne, das, mhm, Fett schon aufheizen, das Butterschmalz. Ja, da wird es eh schon langsam heiß. Ja, du siehst, da hinten habe ich schon hergekriegt. Ja. Denn es muss schnell gehen. Wir dann jetzt da panieren, mhm, und das Schnitzel darf auch nicht zu lang liegen, oder? Ja. Also bei uns wird paniert, steht maximal 2-3 Minuten und dann wird das schon ausgebrochen. Zucki. Weil so, wenn wir das so machen, geht das schön auf, ist das geilste Schnitzel. Und du wirst sehen zum Schluss dann, du machst das beste Schnitzel. Das vor allem, weil es das du machst. Ich freue mich schon. Hast du schon mal Eier aufgeschlagen? Ja, nicht, ja sicher. Also. 15 Stück bitte. Einfach da rein komplett. Ja. Okay. Zeig einmal her. Jawohl, da rein ist Tatsache, gell? Eins. Aber jetzt sagt er einen Trick, gell? Einmal. Gescheit, zack. Und die Schalen dazu. Ne? Ei, ei, ei. Na, ich hab keine. Ich weiß. Ich hab keine. Einmal reicht da, zacki. Oh, okay. Schau, das wird super. So, wie viel hast du denn schon? Ja, das ist jetzt die Frage. Das schaut gut aus. Schaut das gut reicht aus. Für uns einmal. Dann wasche ich mal da kurz mal die Hände. Ja, mach dir mal fest. Und jetzt da kommt das berühmte Sprudeln in Österreich, wenn man es nur sagt. Kennst du Sprudeln? Sprudeln? Ja. Verquirlen. 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 Ich nehme mal zwei Gabel, gell? Jetzt wird das ganze Eiweiß mit dem Dotter vermischt. Genau. Quasi. Aber jetzt ist auch der große Schmäh. Nicht zu viel, ne? Okay. Du siehst das da. Mhm. Man sieht noch ein bisschen Eiweiß, gell? Und das will ich. Warum? Weil das ist dann alles zum Schluss, dass es gescheit aufgeht. Ne? Dass das, man sagt, zu flieren, ne? Salzen. Und das vergessen dann die Leute auch immer. Ne? Was ich jetzt da nicht drinnen habe, habe ich nie wieder drinnen. Mit dann das Eier nicht salzen, die Brösel, mhm, nicht salzen, die ganzen Schmähs. Dann nehme ich jetzt da mal Salz her, gell? Und auf der ersten Seite, gell? Mhm. Salzen. Gell? Jetzt wird mein Sackerl, ich habe es ganz leicht. Gell? Nehme ich das da, gell? Und hopp. Das ist echt praktisch. Das muss ich mir merken. Die Sackerl sind super, gell? Ich hoffe, das lässt nicht patentieren, weil sonst. Ja, wenn es der. Nein, und da schau, und das, und oft vergessen die Leute das Salzen. Mhm. Die andere Seite auch salzen, gell? Wir brauchen nichts anderes außer Salz. Das ist, mhm, ganz wichtig. Ich weiß, manche dann pfeffern oder was gut was. nein, wir nehmen nur Salz. Und jetzt wird das Mehl angedrückt, gell? Mhm. Das ist ganz wichtig. Jetzt sieht man auch schon im Licht, das ist wirklich hauchdünn. Also schaut sehr gut aus. Es hat ungefähr gute 3 mm, ne? Mhm. Jetzt tue ich es abschütteln, gell? Eine, hopp. Und jetzt siehst du, wieso ich so viel Eier genommen habe, gell? Das muss schwimmen drinnen, ne? Herrlich. Schau, wie ich das schön umdrehen kann, ne? Das ist richtig so wie ein Pool, sage ich, mhm, immer, gell? Und jetzt da kannst du entweder mit Gabel, was wir nicht mehr haben, ne? Auch das gehört dazu in einer Küche, keine Gabel. Dazu. Du kannst mit dem Gabel umdrehen, ne? Ja. Oder mit den Fingern. Das ist ja, die Sache, da musst du Hand waschen, ne? Dann, oder? Wie man es will. Also, wir dann jetzt mit den Gabeln umdrehen. Ne? Ja. Ich meine, nehmen wir mal mit den Händen auch dazu. Ich mache so, hopp. Siehst du das? Und jetzt ist ganz wichtig, schau, siehst du das da? Ah, das ist, da fällt es ein bisschen. Ja, das, ja, geht überhaupt nicht. Nein, da. Das ist, wenn du das Schnitzel kriegst und da ist so eine kleine Glotzen drinnen. Ne? Ja. Dann ist Glotzen genau, brauchen wir nicht. Nein, wirklich, dann ist genau das passiert. Siehst du das kleine Ding da? Ne? Ja.
das muss alles mit Eier bedeckt sein, weil sonst da hält man die Bresel nicht. Ne? Jetzt tun wir das da gescheit einmal dumm. Und wenn du so viel Eier drinnen hast, gell? Geht das ja viel leichter. Voll, oder? Weil das Problem ist, das letzte Schnitzel dann hat dann nur mehr ganz leicht drin und dann steht da jeder da und da dann Raum so zusammenwischen mit Schnitzel. Ne? Das ist ein Traum. Ne? Ja. Und vor allem, sowas erwischt dann meistens immer ich. Ne? Also beim Ei nicht sparen. Nicht sparen beim Eier, die paar Eier. Ich meine, wir haben jetzt da 15 eingegeben, ja. Ne? Aber es würden 5, 6, 7 Eier genügen. Ne? Aber ich brauche sie nachher wieder. Ne? Mhm. Aber daheim, wenn ich jetzt 5, 6 Schnitzel habe, dann magst du schon ein paar Eier reingeben. Ne? Mhm, und vor allem in eine große Form, dass es schön schwimmt. Du siehst ja, wie das schön schwimmt, oder das Schnitzel da. Gell? Mhm. Bresel haben wir jetzt schon vorbereitet. Jetzt geht es um alles. Gell? Sogar zweimal. Ja, und du wirst sehen, jetzt kriegst du Insider-Tipp. Ja, wirklich. Das passiert daheim immer und ihr werdet es sehen, wieso es daheim passiert. Ne? Jetzt nehmen wir mal Schnitzel raus. Gell? Lass es da schön abtropfen. Gell? Das ist überschüssige Eier abtropfen lassen, sehr gut. Wenn ich das nicht mache, habe ich alles in meiner Panier drinnen. Gell? Mhm. Und jetzt nehme ich mir Schnitze, hopp, und tust du eine. So. Ah, jetzt fühlt es sich wohl. Jetzt da liegt jetzt. Schon gut. Jetzt schau ich noch, ne? Falls da was war, du wirst noch schnell zustreichen. Mhm. Und das kennen alle von daheim. Ne? Siehst du das? Mhm. So dann alle daheim panieren. Ne? Ich habe mich selber auch erwischt. Ne? Da wäre es ganz leicht. Ne? Schau her. Ganz simpel, zwei Becher, gell? Geht ja viel schneller. Voll leicht, ne? Viel schneller. Habe ich auch lang gebraucht. Ja. Musst halt mehr Geschirr abwatzen, aber. Ja, du die Bresel immer wieder her, ne? Ja. Und jetzt da, mit ganz viel Liebe, ich streich da drüber, gell? Wir nehmen mit den Fingern so eins, zwei, drei. Dreimal. Ja, warum? Nicht mehr, nicht weniger. Nicht mehr, nicht weniger. Weil es gibt einen Grund, ich weiß, jeder will beim so fliehen die größte Blase haben, ne? Ja. Aber was passiert, wenn ich so eine Blasen habe, gell? Dann schneide ich es an und das bricht mir dann. Die Banatfall da. Genau, und das will ich ja nicht. Mhm. Ich will schon ein paar Bläschen haben, aber nicht so eine durchgehende große. Ne? Mhm. Und so, weil ich das jetzt auch da ganz leicht gedruckt habe, jetzt nehme ich meine Schnitze raus, gell? Das abbeiteln, du hast Retour, hopp, dass ich kontrollieren kann. Siehst du, dass das passt? Jetzt mache ich das gleiche wieder. Von einer Scheune in die andere. Voll. Ich habe ja auch schon so Ideen gehört von mit Wasser besprühen, dass es schöner so fliert. Weil das Wasser dann quasi verdampft und dann die Panier aufsteigt. Aber ein No-Go. No-Go, ja. Ein No-Go. Also da, warum? Wie du sagst, ne? Ja. Wenn es mit Wasser einsprüht, verdampft es und es geht nur mehr auf. Aber jetzt stell dir vor, du hast das Schnitzel und so blasen, gell? Ja. Schaut lustig bricht. Aus. Ja, aber es ist einfach, der Genuss ist weg. Ja. Und das ist für mich mit Wasser spritzen. Also No-Go. No-Go. So simpel wie möglich. Eins, zwei, drei, aus. So, Luki, jetzt bist du dran. Jetzt habe ich da erklärt, wie es funktioniert, wenn man Schnitzel macht. Ich habe es mir gemerkt, hoffentlich. Vergiss das Salz nicht, bringen wir nie wieder rein. Ne? Ja, gut, dann probieren wir es halt mal. Gut, los geht's. Ein bisschen salzen, du machst es ja immer so schön von so einer Höhe. Gehen Sie in Salted Bee? Nein, ja, natürlich. Schau, da musst du mehr, so. Ja, das kommt. Das ist eh meins, oder? Das wird super. Achso, jetzt fasst du es gleich so rein und dann hast du es da noch gesalzt. Genau. So machst du das. Das ist richtig Liebe, Luki, das ist cool. Ja, ich spüre es richtig, das Schnitzelliebe. Aber der Falten musst du auch aufkloppen, gell? Ui. Da schlafe ich so unruhig. Da fällt die Liebe sonst. Jawohl. Okay, jetzt hast du da ein bisschen gedrückt. Jawohl. Na, schau, da fällt schon ein bisschen was da. Weißt du, wenn auch kein Müll nicht oben ist, gell? Dann halt das alles nicht, gell? Ja, seitlich auch, oder? Ja. Ja, mit viel Liebe, du musst das oben nehmen, schau. Ja. Da, schau, da darf man noch mal pushen, wird es auch hübschen. Das muss mit Müll bedeckt sein. Jawohl, eine da. Es gibt schon gute Schnitzel in Österreich. Aber ich glaube halt. In Österreich, irgendwo halt. Nein, es geht um die Liebe. Schau, frisch paniert, gescheite Bresel. Ich koste eigentlich immer ein Schnitzel, immer und überall. Das ist für mich ganz wichtig. Vor allem, wenn man nicht weiß, was man essen soll, Schnitzel. Immer eine gute Wahl. Also, hoffentlich eine gute Wahl. Ist wichtig, ein Schnitzel gehört immer in der Pfanne wochen. Das merkt man auch gleich. Wenn man umsteht, wie ein Schnitzel von der Pfanne, gell? Das habe ich gelernt von dir. Da schaust du, siehst du. Das ist gefährlich. Und wenn ich schon lese von Butterschmalz oder Schweineschmalz, dann weiß ich, das wird gut. Aber sonst, weil ich das nicht lese, ein Fritteusenschnitzel, das ist immer dann schön ablaufen lassen, das schaut super aus. Mhm. Geht schon, oder? Würde ich sagen. Jawohl. Servus, Stefan. Ich mache es jetzt so, wie du mir es beigebracht hast. Achso, da ist ja noch Schnitzel drin. So, meins muss ich mal weg, gell? So, meins ist einmal da verschwunden. Merkt euch den Tipp vom Jürgen. Das ist
viel einfacher so. Und dreimal drücken, oder? Was sucht es denn jetzt war? Was? Da, schau. Eins, zwei, drei. Bisschen mehr habe ich jetzt, das war jetzt vielleicht ein Fehler. So, was hast du noch gemacht? Wir nehmen mit den Fingern so eins, zwei, drei. Dreimal. Ja, warum? Nicht mehr, nicht weniger. So viele Spuren auf ja, den Schnitzel, ne? Aber dafür damals damit viel Liebe außer, gell? Ja, das wird trotzdem. Naja. Es geht schon auf. So. Jawohl, da eine umdrehen. Umdrehen und hinten auch noch korrigieren. Genau, weil da siehst du schon, zacki, ne? Das ist... Und jetzt nur dreimal. Ich probiere es. Du siehst, ich sehe alles beim Schnitzel, ja, gell? Das hat auch schöne Spuren hinterlassen. Eins, zwei, drei. Ja, passt. Und jetzt ist ganz wichtig, wir machen keinen fritösen Schnitzel, ne? Wir machen Pfannenschnitzel. Mhm. Und auch nicht braten am Grill oder so, nein, sondern wirklich... Nicht. Es muss in Fett schwimmen, okay, ja. Schmalz gebacken. Mhm. Warum? In einer Fritteuse haben wir den Nachteil, ne? Da gibt es ein Bresel-Sieb unterbei, ganze Wochen. Da kommen Pommes rein, Fisch rein, alles mögliche, gell? Und dann irgendwann kommt das Schnitzel rein. Und natürlich ist das Fett dann schon richtig benutzt, das liegt dann auch schwer im Magen. Mhm. Gehst du oft, du gehst wo essen, dann spürst du das schon. Es schmeckt sicher nicht schlecht. Ja. Und dann, der Anführungszeichen, ja. Aber wenn du im Bett liegst und du glaubst, du hast so einen Storr im Bauch, dann weißt du genau, was passiert ist. Was machen wir? Wir machen Pfannenschnitzel. Das heißt, in so einer Pfanne, da bringe ich 8 Schnitzel raus und dann ist es fertig, das Öl. Dann muss gewechselt werden. Dann muss gewechselt sein. Und natürlich ist es für morgen viel bekömmlicher. Ein frisches Butterschmalz. Nicht ein Ding, was den ganzen Tag schon um und um schwimmt. Das heißt, so ein Schnitzel kann man auf die Nacht essen und man schläft gut. Ich weiß, die Pfanne, die ist ungefähr na ja, 12 cm hoch. Da muss mindestens, ich zeige immer so, mein Zeigefinger, so tief Schmalz drin sein. Ne? Aber nicht in so ein heißes Fett reinfahren. Kann man gern probieren, ne? Und wichtig ist, dass du noch weißt, früher ne, hat man die Wiener Schnitzel immer in Schweineschmalz rausgebacken. Mhm. Aber wir lieben es einfach mehr den Buttergeschmack. Jetzt machen wir mehr in Butterschmalz. Pflanzenfett, Pflanzenöl. Pflanzenfett hätte ich auch. Es ist, wenn es eine ein bisschen milder haben wollen, ne? Aber ich habe Pflanzenfett, ein Butterschmalz und ein Schweineschmalz. Du kannst das aussuchen. Man will ja jetzt, wenn man nach Wien kommt, ein geiles, super schönes Wiener Schnitzel vom Kalb. Ich sage Butterschmalz gebacken, einen Erdäpfelsalat dazu, Preiselbeeren, ja oder nein, kann man sich aussuchen. Ja. Das Einzige, was ich da mitgeben will, früher, ne, so im 19. Jahrhundert, hat man gern Apfelkompott dazu gegessen. Ja, das ist wirklich, für die älteren Leute ist es so, die haben jetzt statt die Preiselbeeren, ne, weil sie so viel eingekocht haben, Kompotte und so, haben sie wirklich Kompotte oft dazu serviert. Na ja, denk, ein Kompott ist auch süßlich-säuerlich, ja. Was sind Preiselbeeren? Ist im Prinzip ähnlich, ja, stimmt. Und das haben wir eigentlich, wir haben ja da nicht einmal gescheit Preiselbeeren, die haben wir alle vor. Die Tiroler sind ja mit den Preiselbeeren. Ne? Ja. Aber Apfelkompott, das muss kosten. Ich meine, das kommt nicht drauf, das ja, ist so ja, wie. Hoffentlich. Nein, weil sonst wird die Panier ja wach. Ja, aber das sie haben schon das gern. Nein, das muss wir haben jetzt schon sehr viel Arbeit da investiert, wenn es dann lätschert wird, die Panade, das oder die Panier. Ein Lätschert-Schnitzel. Das wollen wir nicht. Ganz schlimm. Und du wirst jetzt auch sehen, wir haben das Fett schon aufgeheizt nebenbei. Ich spür's. Ja, wie heiß wird das Fett jetzt, damit es richtig optimal ist? Ich sage einmal so 170 bis 180 Grad, so mittendrin. Ne? 170 bis 180, ne? 160 ist zu wenig. Okay. Warum? 160 Grad muss man nur, wenn man die Schnitzel dick hat, gell? Dann muss man mit der Temperatur runterfahren. Ne? Aber was passiert dann oft? Wenn die Temperatur unten ist, das Schnitzel saugt sich mit Fett an. Ne? Ist natürlich na, total toll. Ne? Und wenn es dann Blasen macht, gell? Und da ganz wichtig ist, weil viele gibt es ja, die das Fett weniger haben, so hoch. Gell? Jetzt da haben sie schöne Blasen, ne? Die straft den Bauch unten, gell? Die brennt man dann an. Ne? Das sieht man, wenn man essen geht, wenn die Blasen aufgegangen sind und das ist dunkler als der Rest vom Schnitzel. Dann weißt du, der hat zu wenig Fett reingegeben oder Öl oder Schmalz. Ne? So hoch Schmalz, das ist im Butterschmalz, frisch ausgebrochen. Jetzt müssen wir eh schon, ich meine, der Schnitzel schaut super aus, wenn ich das so ausschaue. Na, hoffen wir's. Und jetzt, was machen wir? Wie heiß soll es sein, ne? Das Fett? Jetzt haben wir so viel getrotscht, gell? Jetzt müssen wir schnell sein, gell? Ja. Wir tun da jetzt noch einen extra Schöpflöffel Butterschmalz dazu. Das ist ein Riesenschöpflöffel. Das ist so ganz nicht wichtig. Daheim. So, schau, das ist nämlich wirklich heiß. Du siehst ja, das ist richtiges, schönes Butterschmalz, ne? Wie es sich gehört.
Jetzt man riecht es auch richtig. Das riecht das schon. Das ist geil, gell? Das riecht nicht nach altem Fett, sondern es hat echt einen guten Geruch. Frisches Butterschmalz, perfekt. Und jetzt mal schnell gehen. Mhm. Also wir haben die Hitze schon da, gell? Ich habe da eine Zange, gell? Ja. Da wirst du sehen, die Bewegung, jetzt geht es um alles, gell? Ja, jetzt ist wichtig. Jetzt geht das Schnitzel rein, das tue ich vom Körper weg rein, gell? Damit weil wenn ich es umgekehrt mache, tut weh. Ja. Macht man noch einmal, ne? Ja, hoffentlich. Und jetzt nehme ich Brösele her, gell? Ja. Ich brauche keinen Temperaturstick nicht, ich brauche nichts. Wie früher, die Brösel rein und das so aufschäumt, siehst du das? Dann das schaut ich aus. Perfekte Temperatur. Ja. Und jetzt muss ich schnell gehen, weil sobald ich Brösel drin habe, das sind dann immer die weltberühmten schwarzen Punkte. Mm, oder, gell? Die verbrennen schön. Voll. Vom Körper weg rein. So. Und jetzt muss das immer in Bewegung bleiben. Ah, ich riech's schon. Ich habe schon so einen Hunger. Das muss ich schnell sein. Du siehst, am Rand wird das schon braun, gell? Gleich umdrehen. Und jetzt da kommen meine Bubbles. Die wir zwingend haben wie beim Wiener Schnitzel. Genau. Die müssen wir haben. Nur so ist er richtig wie der Schnitzel, oder? Sonst da ist keins. Ja. Und du siehst, wie das schon abgeht. Und mit dem Zange ist das natürlich perfekt, schau. Ja, das schaut ehrlich aus. Und ich kann es auch so machen, schau. Ja. Und wie du vorher gesagt hast, nicht eine große Blase, sondern man sieht da jetzt schon ein paar kleinere, siehst du es? Ja. Und jetzt da schau ich noch mal hintere, perfekt. Steh drauf. Und jetzt ist fertig. Das war's. Abtropfen lassen. Ja. Und jetzt geht es um alles. Jetzt machen wir dann einen kleinen Test. Ne? Wichtig ist, das Fett muss raus. Gell? Jetzt lege ich das da her. Jetzt pass auf. Nur ganz leicht, dass das Fett runtergeht. Gell? Mhm. Und jetzt da. Jetzt geht es um alles, ob ich es gut gemacht habe oder nicht. Ja. Also ich glaube, das ist ein Wiener Schnitzel. Braucht man gar nicht mehr dazu sagen, würde ich sagen. Das ist einfach. Das hört man schon, dass das knusprig ist. Und das ist das, wo ich immer sage, wenn man Gänsehaut aufstellt, wenn das schön ist. Ne? Das ist ein Wiener Schnitzel. Ja. Alles andere ist nichts. Es schaut ja wunderbar aus. Riecht auch schon sehr gut, aber irgendwie ein bisschen nackert ist schon noch. Also ich kenne es ja mit Zitrone. Jawohl, die kommt bei uns auch drauf. Zitrone, okay. Kaper und Sardelle kommt noch drauf. Preiselbeeren halt, aber sonst. Das weiß ich nicht, muss ich sagen. Also die Wien, gar nicht, kann ich nicht sagen. Also ich hätte jetzt in diesem Wortlaut noch nicht gehört. Habe ich gehört, aber weiß nicht ganz genau, was das ist. Na, no, das kann man nicht erinnern. Ah, ja. Ist das nicht der Kartoffelsalat? Aber nicht so schnell, wir müssen vorher besprechen. Oder der grüne Salat dazu. Was dann? Tut mir leid, das ist. Das ist der Steiger. Ja, Vogelsalat. Vogel mit? Nein, oder ist das nicht auf der Seite? Einfach diese Tomate und der Vogelsalat, oder? Auch die nicht. Tomate, die dekoriert. Tomaten haben wir in Deutschland, nicht? Stimmt's ja. Gell? Ja. Okay, wir wissen es nicht. Was ich glaube schon, ein Kartoffelsalat. Es sind Erdäpfel und keine Kartoffeln. Also das ärgert mich. Jeder sagt auch im Fernsehen bei euch, sagt das gleich. Wir haben Erdäpfel im Wien und keine Kartoffeln. Ich tue wieder auflösen. Da haben wir jetzt ein paar verschiedene Sachen. Vogelsalat, Erdäpfelsalat. Nein, ein Erdäpfelsalat ist immer als Beilage. Ne? Ja. Das ist ja nicht die Garnitur. Als Garnitur haben wir eine Zitrone, ein Kaper mit einer Sardelle eingerollt. Also so hat man eigentlich früher das Schnitzel serviert. Was noch dabei ist, sind die Preiselbeeren. Also die Süße, die man früher in Form vom Apfelmus gehabt hat. Apfelkompott, nicht Apfelkompott, Mousse. Apfelkompott. Die Süße, das ist immer die Streitfrage, Preiselbeeren. Ne? Mhm. Und jetzt habe ich noch was ganz was Nettes für dich. Wir haben da immer die Wiener Garnitur. Mhm. Das ist schon sehr vergessen. Das ist Eiweiß, Dotter, Kapern, Sardellen und Petersil, fein gekocht. Und das kann man auch dazu essen. Das ist eigentlich auch eine Garnitur. Ist eher das Säuerliche. Total lässig, da wirst du sehen, das tust du auf ein Stickerl drauf, tust es dann kosten, gell? Du wirst sehen, das ist leibend. Das ist wirklich das was ganz was anderes, nicht immer die Süße. Du probierst das dann einfach am Tisch schon mal und entscheidest für dich selber. Ich glaube nicht, dass du es schon mal gegessen hast, so, ne? Nein, das kenne ich echt nicht. Und jetzt servieren wir noch dazu einen Erdäpfelsalat, kein Kartoffelsalat, sondern Erdäpfelsalat, ganz wichtig, wir sind in Österreich. Erdäpfelsalat, salzig oder süß? Ich kenne da von der Oma eher süß. Ja, und mir schmeckt er eigentlich auch süß am besten. Gut. Dann gibt es natürlich auch sehr essiglastig, aber ich bin eher so der
süßliche Typ vom Erdäpfelsalat. Das war nur meine Frage, ob du das weißt, weil der Original Erdäpfelsalat früher haben sie nicht gezuckert. Mhm. Nur weil die Essigqualität so schlecht war früher zwischen Erst- und Zweiten Weltkrieg, haben sie das aufgezuckert. Und so sind wir das gewöhnt jetzt, von Erdäpfelsalat. Okay, okay. Ne? Und ja, unsere ist auch zuckert, weil wir es süßer mögen, ja? Leicht. Ja, ne? Das ist auch mein Favorit. Ja. Also wieder jetzt ein Wiener Schnitzel, was du selber gemacht hast. Ne? Und die gibt es an unserem besten Tisch. Machen wir so? Vielen Dank. Super, nimmst du den Schnitzel gleich mit? Du bist der Hackler. Ich nehme dir das mit. Gern, zwei Teller. Yes. Ich bringe gleich schnell einen Erdäpfelsalat. So, jetzt haben wir die ganzen Schnitzel schon fertig gemacht. Jetzt kommt eigentlich der wichtigste Moment. Essen. Jawohl, jetzt gehen wir jausen. Wir haben alles mit. So. Es riecht so phänomenal. Ich bin das Herzchen. Ne? Super, dann würde ich dir einen guten Appetit wünschen. Ebenso, danke schön. So, jetzt dürfen wir die Maske abnehmen, hoffentlich. Jawohl, weil jetzt da sitzen wir. So, dann würde ich sagen, ich wünsche dir einen guten Appetit. Mahlzeit. Selber gemacht Schnitzel. Mahlzeit. Kosten wir es mal. Es schaut ja wirklich. Es ist immer noch knusprig. Es ist jetzt, wir haben jetzt zwar echt viel herumgerät, aber das aber ist das Wichtigste. Ne? Es klingt immer noch. Ein gutes Schnitzel, ne? Muss ich so anhören. Ja, ich merke schon, es ist auch sehr weich. Hm. Geil, ne? Trinkgeld kriegst du von mir. Kriegst du, oder? Aber du schmeckst, das ist geil. Mhm. Ausgezeichnet. Und man braucht eigentlich nichts dazu. Mhm. Ich brauche halt nichts. Es ist toll, es schmeckt, das ist so. Und Preiselbeeren ist die Sache, ne? Mhm. Ich muss sagen, ich mag ganz gern Preiselbeeren dazu. Mhm. Ich würde das jetzt einmal probieren. Die Wiener Garnitur, sollte ich die vorher probieren? Ja, auf jeden Fall. Kostet einmal die. Also das tut man einfach nur so drauf. Hast du mir erklärt. Auf ein Stickerle, ne? Ja. Und das tust du mal auf ein Stickerle drauf. Das schaut so gut aus. So. Ist was ganz was anderes, gell? Mhm. Weil das ist leider in Vergessenheit geraten. Ne? Mhm. Das war so in den 50er Jahren. Der Unterschied zu jetzt ist so, man hat das in Augenbraunfarbe, ne? Aufgeschlecht und Tellerrand, so groß. Mhm. Eiweiß, Dotter, Kapern, Sardellen und Petersilie, also aufgestrahlt, dann hat man das so gegessen. Aber es ist leider in Vergessenheit geraten. Wir haben das einfach jetzt da wieder aufgenommen. Es schmeckt tatsächlich sehr gut. Ich habe das auch nicht gekannt. Auf der Straße hat es auch keiner gekannt. Also ich glaube, das gibt es auch nirgends außer hier, kommt mir vor. Das war cool, ne? Mhm. Während wir das Schnitzel da essen, muss ich sagen, ich habe gehört, dass du dich sehr viel mit der Geschichte vom Schnitzel beschäftigt hast. Du hast einige Bücher zu Hause, hast du mir erzählt. Und eine wichtige Frage, wo sich ja viele drum streiten, woher kommt eigentlich das Schnitzel? Ja, das ist unser Schnitzel, das lasse ich mir nicht nehmen, das ist Österreich. Ich glaube nicht, dass das Original aus Österreich ist. Ja, schau aus Wien. Weißt, aus Österreich, aus Wien. Nein, ich habe gehört, es kommt von nicht von Wien. Aber aus Österreich kommt es ganz sicher. Aus Griechenland kommt das Schnitzel. Naja, ich weiß nicht. Ich nehme an, von uns, von Österreich. Hauptsächlich von der Steiermark, ne? Schau, wenn wir jetzt Wien sagen und es falsch ist, ist es nicht so peinlich. Wenn wir jetzt was anderes sagen und es ist falsch, ist ganz schlimm peinlich. Ich sag trotzdem Wien, wir fällt sonst nicht an. Ich glaube auch, nehmen wir Wien. Ja, das weiß ich auch nicht. Es gibt ja Stimmen, die behaupten, es kommt aus Italien. Wenn man Piccata Milanese zum Beispiel vergleicht, ist ja auch ähnlich paniert. Der Geschichte nach aus Italien. Ja, das glaube ich nicht. Weil in Italien kriegst du kein Wiener Schnitzel. Es ist aber nicht Wir hoffen Wien, Wien aber es ist vielleicht Blut. Nein, Blut ist es nicht. Und wenn in Slowenien oder was weiß ich. Bleiben wir aber. Ja. Nein, bleiben wir bei Wien, okay. Ja, so viele Geschichten, ne? So lange her, keiner kann es beweisen. Mhm. Aber wir können ein bisschen zurückgehen in der Geschichte. Man sagt, was hat man schon für Kultur gehabt? Wir Wiener sind stolz auf unser Gebackenes, kein Thema nicht. Aber man hat schon früher gewusst, ein heißes Schmalz, gell? Da hat man Kalbsohren eingegeben oder Hühnerkeulen. Man hat frittiert, das hat man schon kennt, das gebackenen Schweineschmalz. Die Habsburger darf man auch nicht vergessen, ne? 700 Jahre Habsburger, gell? Da haben wir zum Beispiel Böhmen dabei gehabt, das Schmalzgebackene. Kropfen zum Beispiel, ein Schweineschmalz rausgebacken, war früher überhaupt keine Seltenheit. Nicht. Das muss man auch sagen. Ne? Und die ganze Regentschaft für die Habsburger hat natürlich viel Spuren hinterlassen. Und dass es früher, ne, in ganz Europa, ne, ein altes Brot gegeben hat oder alte Semmeln gegeben hat, das war ganz klar. Also war nur logisch, das weiter zu verarbeiten. Genau. Und an ganz vielen Orten in Europa, ne, werden sie oft die gleiche Idee gehabt haben, wenn das Brot hart war, was es hart. Ne? Aber man kann sehr wohl sagen, dass in Wien früher schon gebacken worden ist.
Man kann es leider jetzt, jeder sagt, er hat es erfunden, das ist ganz leicht. Ne? Gute Sache hat jeder erfunden. Ne? Und dann hat sich irgendwann der Weg einmal, ich glaube 1833, ist das Schnitzel einmal das erste Mal wirklich erwähnt in einem Kochbuch gewesen. Und so ist es dann weiter. Aber war noch nicht 1830, war es noch nicht so berühmt wie jetzt. Es hat auch Jahre gebraucht. Ne? Am Anfang hat man zum Beispiel mit grünen Salat serviert oder auch mit Reis. So Rezepte mit Reis isst man so heutzutage auch immer noch. Es ist in unserem Kopf drinnen. Ich mag es ehrlich gesagt nicht so gern. Wir sind Erdäpfelsalat am liebsten. Ja. So. Ich probiere jetzt mal den Erdäpfelsalat, der lacht mich schon die ganze Zeit so an. Der schaut wirklich auch sehr gut aus. Und ich finde einfach, so ein Schnitzel gehört ein Erdäpfelsalat. Ich brauche keinen Reis, ich brauche keine Pommes. Ein Erdäpfelsalat, der muss cremig sein. Er muss so der ist cremig. So, das Schlimmste ist, wenn die einen Erdäpfelsalat machen, gell, eine Kartoffel muss ja immer warm sein, ne? Sonst saugt er nicht. Ne? Und das ist das Wichtigste. Pommes, ja, für die Kinder. Ne? Aber es hat sich eingebürgert. Wie ist das? Der Kaiser hat es mit Erdäpfelpüree gegessen. Das habe ich noch nie gehört. Ja. Also mit Erdäpfelpüree, ich weiß nicht, ob ich das probieren würde. Also schmeckt sicher auch nicht so schlecht, aber... Er hat es geliebt. Ich glaube, ich bleibe echt beim Erdäpfelsalat. Also vor allem, wenn er so gut ist wie da. Also Hut ab, der ist wirklich... Danke. Sehr gut. Ich glaube, jetzt probiere ich mal da... Preiselbeeren, da habe ich noch ein eigenes Löffel. Jetzt probiere ich mal die Preiselbeeren, weil ich bin ja auch Preiselbeeren-Fan eigentlich. Also mit Apfelkompott habe ich es noch nicht probiert, aber... Da ich die Preiselbeeren ganz gern mag, glaube ich, dass das sogar gar nicht so schlecht schmecken kann mit Apfelkompott. Du, das schmeckt ja sicher. Ich habe das probiert. Und die Omas und Uromas, ne, die kennen das alle noch mit Apfelkompott. Hm. Ja, die Preiselbeeren dazu. Das haben wir gemeint. Ne? Da brauche ich auch Ketchup. Na, Ketchup geht gar nicht. Ja. Na, Ketchup. Ketchup, Mayonnaise. Nein, ich habe kein Ketchup. Nein, das ist einfach die Sache. Wir wollen ja unser Kulturgut leben. Ne? Mhm. Ich meine, du, Kinder ist erlaubt für Ketchup, ne? Ist okay, ja. Ne? Ja. Aber wenn ich jetzt ein Schnitzel bestelle, ein Kalbschnitzel, ein Schweinschnitzel, ja, mein Gott, sind sie alle Ding. Aber das muss ich essen, ich habe noch immer, gell? Ich wollte gerade testen, ja. Also, du musst das richtig auserbrochen. Siehst du, das ist. Und das hast du oft. Wenn du nächstes Mal Schnitzel essen gehst, du wirst immer so durchstehen. Ich werde den Jackal als erstes machen. Wenn das nicht knusprig ist, dann... Dann hat er verloren. Dann streichst du es aus der Speisekarte. Das kann ich nicht sagen. Gibt es schon 100 Jahre oder zwei. Ich weiß nicht. Auf alle Fälle, solange ich lebe, hat es das schon gegeben. Vielleicht, ich könnte mir vorstellen, vielleicht hat man im 18. Jahrhundert schon Schnitzel gegessen. Glaubst du, hat Mozart schon Schnitzel gegessen? Hm. Könnte schon sein. Wenn wir über den Radetzky reden, das war, glaube ich, 18. Jahrhundert oder viel früher oder viel später. Nein, ich hätte gesagt 17. oder 18. Ja, Jahrhundert. Machen wir 18, machen wir so 1743, sowas. Gibt's, glaube ich, auch schon, seitdem es Leute gibt, oder? Hat ein paar hundert Jahre schon wahrscheinlich, ja, oder? Ja, glaube ich auch. Na, pass auf. Wenn ich es wisst, ne? Dann wisst ihr ja, wo es herkommt. Ne? Ja. Und wenn ich das wisst, gell? Nein, aber man muss ein bisschen jetzt distanzieren. Ne? Ab 1833, ne, ist es namentlich erwähnt. Ne? Mhm. Vorher kann man schon sagen, man hat schon öfters was gehört von Eingebröselten. Ne? Das Eingebröselte. Das klingt Fräsen, schon sehr danach, ne? Ja. Ist schon der, es ist schon gekommen. Ne? Und auf dem Tag genau, ne? Ob es jetzt links oder rechts erfunden worden ist, ne, das wird nie wer sagen können. Ne? Aber es ist sicher älter als das 18. Jahrhundert. Ne? Ist ja im Prinzip egal. Hauptsache es schmeckt heutzutage noch gut. Es ist geil. Wir haben da jetzt Preiselbeeren. Die Wiener Garnitur, die ich vorher nicht gekannt habe. Wir haben eine Zitrone, Sardelle, Kapern. Ist ja alles gut und schön. Aber dann gibt es ja Leute, die schütten sich gerne noch ein bisschen Soße drüber. So Schwammerlsoße, Pilzsoße für alle, die das nicht verstehen. Was ist deine Meinung zu dem Thema? Ja. Ich sag's einfach so sanft wie möglich. Schau, es ist ganz einfach. Jetzt haben wir ein Schnitzel gemacht, was super knusprig ist, was du noch immer hörst. Und weil ich da erst eine Schwammerlsauce drauf gebe, wenn man das so drauf lädt, dann wird das, wie man sagt, sofort lätschert. Wach. Und das wird ja auch die Schwammerlsauce jetzt den Kalbsschmacken komplett neutralisieren. Es war nichts mehr da. Vor allem jetzt hast du so eine geile Panier, was du selber gemacht hast. Und dann tust du die warme Schwammerlsauce drauf. Dann wird es sofort gatschig werden innerhalb von ein paar Sekunden. Ne? Und bis du es an den Tisch hast, nein, das ist ein Wiener Schnitzel, ein original Wiener Schnitzel. So wie wir es da haben. So wie es ist. Aus Punkt. Da gibt es nicht mehr.
wenn man nach Wien kommt oder in Österreich ein Wiener Schnitzel isst, ist vom Kalb ein Schweineschmalz oder Butterschmalz gebacken, serviert mit einem Erdäpfelsalat, einem grünen Salat oder einem Gurkensalat. Mhm. Das sind so die Klassiker, was man hat. Die Garnitur, die es eben noch gibt. Die Garnituren und dann muss es aus. Also da, mehr gibt es nicht. Keine Schwammersauce, keine Sauce Hollandaise oder was, da gibt es verschiedene Dinge. Ein Wiener Schnitzel ist ein Wiener Schnitzel und kann man immer verbessern. Ich muss sagen, ich habe ja die Begründung gehört, wieso es manche mit Soße essen. Weil es so trocken ist, das Schnitzel. Weil, aber da machen sie ja irgendwas falsch. Was ist denn das da trocken? Ist ja, das ist überhaupt nicht trocken. Wir haben es richtig geklopft. Ja. Wir haben, schau, was das Problem ist. Wenn man es dann ganz dünn klopft, ne, lang stehen bleibt. Ja. Ne, das sind die Sachen, wie es trocken wird. Schmeckt dann das natürlich anders. Ist nicht, das ist noch immer knusprig. Das ist immer noch herrlich. Und das sind die Sachen. Dann ist irgendwas im Prozess schiefgegangen. Ne? Aber so ist ein Schnitzel trocken. Wiener Schnitzel ohne Schwammerlsauce. Das ist ja Gnädel dazu mit Schwammerlsauce. Das ist ja ganz ein anderes Essen. Schnitzel mit Schwammerlsauce definitiv nicht. Wiener Schnitzel ohne Pilzsoße. Na bitte, so ein Schnitzel eine Schwammerlsauce, das ist eine Todsünde. Ne? Schnitzel ohne Schwammerlsauce. Das war auch kein ganzer Satz, den du da gesagt hast. Ich mag Schnitzel lieber ohne Schwammerlsauce. Ich habe es auch noch nie ausprobiert, aber ich bin auch eher ein Verfechter gegen die Schwammerlsauce. Mhm. Unsere persönliche Präferenz. Schwammerlsauce. Nein, ohne. Ohne, definitiv. Ich esse kein Fleisch, aber ich würde es auch ohne. Es passt nicht zusammen. Nein. Schwammerlsauce kannst du so mit Gnädel essen, aber nicht zum Schnitzel. Voll. Schnitzel nur ohne Schwammerlsauce. Nur ohne Schwammerlsauce. Prost. Ja, die haben recht, die Burschen. Ja. Schau, das Wiener Schnitzel ist eines von den heiligsten Gerichte, was wir haben. Ja, verständlich. Und dann kommt da eine Schwammerlsauce drauf, wie daher die Oma oder der. Das ist ein eigenes Gericht, eine Schwammerlsauce. Mhm. Und für alle Schwammerl, ne, sind Pilze. Das ist, nein, es geht gar nicht. Schatz. So wie wir es jetzt gemacht haben, ne, ist ein Wiener Schnitzel. Punkt. Aus. Wenn wir unseren Schweinsbraten, unser Gnädel, unser Kraut haben, ne, wir wollen zu unseren Kaiserschmarrn, unseren Marillenröster, unseren Zwetschgenröster haben, wir wollen unseren Apfelstrudel mit Rosinen. Das sind einfach unsere Sachen, auf die wir stolz sind. Also deine Expertenmeinung ist klar, Schnitzel nur ohne Schwammerlsauce. Und in dem Sinne sage ich einmal danke, dass du mich eingeladen hast, heute mal das, wirklich das beste Wiener Schnitzel zu machen. Luki, mir hat's gefreut. Ich sage einmal Dankeschön, gell? Vielen Dank. Ich hoffe, du hast alles mitgenommen, wie man einen Schnitzel macht. Ich werde es nur mal so machen. Und ich werde testen im Lokal, im Restaurant. Immer. Mein Herz immer noch. Denk an mich, es muss knusprig sein, wie man es macht. Ein Pfannenschnitzel. Sind wir stolz auf das, was wir haben? Unser Wiener Schnitzel. Es ist super.